wenn wir einfach die Leute aus ihren Kammern freilassen. Ich hoffe, das wird immer so einfach. Auch wenn es schwarz-weiß geworden ist. Okay. Nächstes Siegel, bitte. Au. Ich brenne. Ja? Brennen ist nicht schön. Balsam Salabunde. So, Fallen entschärfen. Das ist eine bessere Idee, glaube ich. So. Thron plündern. Verband. Zersplitterte Bolzen. Haarnadeln. Goldmünze. Sehr wertvolle Goldmünze. Was ist hier drin? Goldmütze, Blattgold. So. Sehr gut. Au. Ei. Bitte noch mal heilen. Balsam Salabunde. Dankeschön. Es ist auch immer gut, dass ich eine Regeneration drauf kriege, wenn ich geheilt werde. Dadurch kriege ich mehr schneller Lebenspunkte wieder zurück. Mann, in manchen Fällen wäre Gehen fast schon besser. Das könnte ein bisschen heftiger werden, oder? Es sind, glaube ich... Ist es nur ein Wächter? Ja, es ist nur ein Wächter. Hey, Kumpel. Ja? So. Es ist nur ein Wächter, aber diesmal scheinen wir gar keine Hilfe zu kriegen. Aua. Okay, mit einem Wächter kommen wir, glaube ich, klar. Ja. So. Ich muss nur aufpassen, wann ich Vorgrim heilen muss. Im Augenblick jedoch nicht. Im Augenblick kommt er damit gut klar. Ja. Okay, ich heile ihn jetzt aus Versehen trotzdem. Ja. Brech das mal bitte ab und mach gezielte Schüsse. Im Augenblick heilt sich Vorgrim nämlich zum Glück schneller, als das Vieh ihm Schaden macht. So, ein letzter Fulminictus dürfte noch gehen. Ja. Und du nochmal Sternstaub. Das Vieh hält eigentlich einiges aus. So. Du hast jetzt zwei Siegel gebraucht. Lass uns aufbrechen zum dritten Siegel. Unsere Gestalt wird einem anderen Aspekt von uns entsprechen. Okay. Zweites Siegel, diesmal ohne Hilfe. Bei einem Gegner ging das ja noch, aber wenn das wieder vier so Wischrate sind, hätte ich doch lieber Unterstützung. Oder wenn es zwei solche Dicken sind. Komm näher. Die Siegel unseres zweiten Aspektes waren. Du bist, glaube ich, die Prinzessin, wenn ich mich noch recht erinnere.
Also das gerade eben war die Orima-Priesterin, die uns bei unserer zweiten Ankunft im Hochelfenreich angegriffen hat. Gott sei Dank können wir hier nicht runterfallen, das ist kein Dark Souls. Aber das Gebiet würde gut zu Dark Souls passen. Nur eben mit runterfallen. Uns ist der Symbol für Lebenskraft. Benutze eine der Kristallsphären, um seine Kraft zu entfesseln und das Siegel zu brechen. Erst dann kannst du die ehernen Wächter bezwingen. Und sie sagt genau dasselbe wie die andere. Hey, Wünschrate. So. Wischrate haben Angriff! Auch ordentlich ja. Lebenspunkte. Achtung! Ha! Dann sollten wir uns vielleicht auf einen konzentrieren. Ei. Ja. Quano, wirf mal. Und diesmal kriegen wir leider keine Hilfe. Ja. Ja? Du heil mal Quano. Zu spät. Dann heil mal lieber Forgrim. Du? So, einer ist ausgeschalten. Jetzt sollten wir gucken, dass wir den da loswerden. Ja, Sanyasa. Der unsere Heilerin bedrängt. Der ist ja zum Glück auch gleich tot. Du heil mal lieber mich. Angriff! Vorgrim schlagt er nicht ständig daneben. So, du, Fulminictus. Du schieß auf den. Auf den falschen. Schieß auf den da. Du schieß auch auf den da. Ja. Einmal Vorgrim zwischendurch. Ja. Im Vorgrim ganz viele Wuchtschläge. Die irgendwie nicht richtig treffen wollen. Okay, sind die Viecher irgendwie geschützt gegen Spezialangriffe? So, nochmal Vorgrim. Heilaura des Obelisken. Oh. So. Der letzte. So, Scharfschuss. Oh, du machst aber ganz schön heftige Quits. So können wir dich umwerfen. Nein, können wir nicht, aber wir können dich einfach töten. Du hast das dritte Siegel gebrochen. Lass uns aufbrechen zum vierten Siegel. Ja, erstmal muss ich Quano kurz verarzten. So. Dann können wir zum dritten Siegel, vierten Siegel aufbrechen. Die Hälfte haben wir schon mal. Und abgesehen davon, dass Quano gerade den Gang gemacht hatte, kommen wir eigentlich gut durch, außer jetzt kommt irgendwas Garstiges zwischen dem dritten und vierten Siegel. Das würde ich denen ja auch noch gerade zutrauen. Aber nö, bis jetzt sind wir durch die drei Siegelkammern gut durchgekommen. Wieder Wüschrate. Dies ist das Siegel des Feuers. Uns ist es Symbol für Licht und Wärme. Benutze eine der Kristallsphären, um seine Kraft zu entfesseln und das Siegel zu brechen. Erst dann kannst du die ehernen Nächte bezwingen.
Ja. Quano? Jetzt muss ich ja mal ganz kurz nachlesen bei deinen Zaubern. Was macht Fixens Gunst? Wir sind auf Stufe... Wie viel hat Quano? Stufe 12. Also macht Fixens Gunst Gewandtheit plus 4 und Fingerfertigkeit plus 4. Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht, wenn du das mal aktivierst. Ja. So. So, Feuersiegel. Stärke, Bonus durch Obelisk. Was? Achtung! Ha! Ja, ich wurde gerade umgebolzt. Das ist nicht so toll. Komm schon! Das ist echt nicht toll, dass ich gerade umgebolzt wurde. Ja. Jetzt ist nämlich mein Schadensbringer weg. Also nochmal laden bitte. Ja, man merkt, ich will unbedingt aus diesen blöden Hallen rauskommen. Ich will. Dies ist das Siegel des Feuers. Ja. Uns ist es Symbol für Licht und Wärme. Nutze einer der Kristallsphären, um seine Kraft zu entfesseln und das Siegel zu brechen. Erst dann kannst du die ehernen Nächte beziehen. So. Was? Siegel diesmal gleich drin. Ja. Achtung! War ihr! Ja. Ja! Bei Angriff Spark! Und du ziehst dich jetzt erstmal zurück. Na? So. Sternwurf auf den Einzelnen. Erstmal machen wir den gut angeschlagenen weg. Ei? Du heilst mich. Ja. Quano noch. Ach, du machst gerade einen Sternwurf. Ja, gut. So, jetzt hilfst du mal mir, bitte. Und Quano ist umgekippt. Ja. Bei Angriff Spark. Ei. Fyris, du ziehst dich erstmal zurück. Fyris, heil Vorgrim. Du noch einen Fulminictus. Oh, das war knapp. Ja? Achtung! Nein, das ist nicht so gut. Du, weiter auf den da. Ja? Du. Weiche! Scharfschuss auf den da. Folgt mir! Ha! War nein, du ihr? Schießt auf den. Ich will Vorgrim auswählen. Verflixt. Du trinkst einen Einbeersaft. Und dann machst du einen Befreiungsschlag. Du, Fulminictus. Hat jetzt nicht viel gebracht, der Befreiungsschlag. Du, Vorgrim heilen. Du, harter Schlag. Du, ein Scharfschuss. Okay, Vorgrim ist ausgefallen. Das ist auch nicht so gut. Mhm. Müssen wir noch mal versuchen. Hier ist das jetzt nicht so gut, weil wir keinen Heilbonus durch den Obelisken haben, sondern nur einen Stärkebonus. Uns ist es Symbol für Licht und Wärme. Benutze eine der Kristallsphären, um seine Kraft zu entfesseln und das Siegel zu brechen. Erst dann kannst du die ehernen Nächte. Ich könnte Sumos Schild wirken, aber das Ding hebt so nicht sehr lange, soweit ich weiß.
Nicht so muss Leib, wo ist das blöde Schild? Da, genau, das hebt nur gerade mal